Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu, ja, Minecraft. Wir sind hier in der Folge 120 schon und mir ist aufgefallen, ich habe in den letzten Folgen immer sehr nach unten geguckt. Das fällt mir mal auf, wenn ich die Thumbnails mache, da sehe ich nämlich nur Boden und das ist immer nicht so gut. Deswegen will ich jetzt mal ein bisschen nach oben gucken hier und ja, da sehen wir dann halt nur den Himmel. So, hier haben wir natürlich die Steine noch drin. Ich kann mich erinnern, die Welt habe ich letzte Mal am 18.07. gespielt. Jetzt ist der, warte, 12.08. Das Weizen. Oh. Ich höre gerade doppelte Musik. Das kommt aus. Und ja, ich weiß noch, was wir vorhatten. Wir wollten ja ein bisschen was bauen. Oh, Rüstung brauche ich unbedingt wieder. Komm, ich mache jetzt Folgendes. Den alten Ranz braucht man nicht mehr von vorgestern. Weg damit. Braucht keine Sau. Wir machen uns erstmal ein paar schnieken neue Sachen. Guck mal, die riechen noch nicht so streng. Hier gibt es ja keine Waschmaschinen, also wir können die gar nicht waschen oder so. Wenn man die dann irgendwie 20 Jahre anhat, also sieht schlecht aus für die Nase. Da fällt die auch irgendwann ab und schrumpelt. So, keine Ahnung, was heute wieder mit mir los ist. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen reinkommen wieder. Hier unten hat mir gesagt, wollen wir keine Baumstämme hinmachen. Gefällt mir dann aber doch nicht so. Ich mache da jetzt einfach doch mal was rein. Scheiß doch der Hund drauf. So sieht's eh viel besser aus. Und da würde ich dann hier gerne unten auch noch was anderes hinmachen als Steinziegel. So, ich glaube, die Musik ist noch ein bisschen zu laut, juckt mich aber jetzt nicht. Ich mach da die Erde erstmal raus. Oder nee, brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Ich wollte erstmal ausheben. Warte mal, das hier war Behutsamkeit, das war Glück. Welche wollten wir jetzt nicht benutzen? Ich weiß nicht mehr. So, wir wollten ja hier noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Damit wir hier schön viele Erze verstauen können. Wir haben ja schon ein bisschen was gesammelt in unserer Mine. Aber, ja. Und mal sehen, wie ich dann hier das Dach mache. Das werde ich dann wahrscheinlich auch irgendwie noch kredenzen. Und 54 Level haben wir schon wieder. Wir brauchen auf jeden Fall das Zuckerrohr. Und die Kühe. Die Kühe muss ich dann auch nochmal paaren. Schön, dass ich das Weizen wieder weggelegt habe. Ja, ja. Wee, wee. So. Da kommt dann wieder Holz hin. Das ist auch noch vorübergehend. Hier die Treppe. Und man hört jetzt wahrscheinlich schon sehr lange. Wer jetzt überhaupt noch zuschaut, ist sowieso der Oberpro. Ja, denn ich habe ein neues Mikro mir zugelegt, endlich mal, nach 1000 Millionen Jahren. Und das hören wir jetzt auch in diesem Let's Play. Wir hatten das ja schon in Sims. Aber die letzten Folgen hiervon waren halt noch vorproduziert und deswegen hat man das hier noch nicht gehört. Ja, aber jetzt auch endlich mit dem neuen Mikro hier. Und ich nehme jetzt erstmal nur 5 Folgen auf, denn danach ist ja mein Kanal Restart, nenne ich es mal. Also da werde ich mein Konzept ein bisschen ändern, ich weiß noch nicht genau wie. Ja, auf jeden Fall wird es da ein paar Neuerungen geben, ein bisschen was hatte ich schon gesagt. Das muss ich jetzt hier nicht noch irgendwie 1000 Mal aufwärmen, weil aufgewärmtes Essen schmeckt nicht so gut. Deswegen lassen wir es lieber kühl. Und ja. So, dann hier kommt Ditte hin, wupp dich. Und das hier auch noch weg. Selbstverständlich. Und dann muss ich mal gucken. Hier haben wir 4, ne? Und hier 3, auch 4. Ja, ich kann nicht richtig zählen, man merkt schon wieder. Ja, die Kunst des Zählens hab ich auch während meiner Pause nicht gelernt. Die ja für euch jetzt schon wieder über eine Woche her ist, oder anderthalb Wochen oder so. Auch für mich ist die Pause erst, also gestern habe ich mein erstes Video freigeschaltet, am 11.08. Ja, ja, ich weiß, ich nehme immer viel zu lange im Voraus auf, aber was willst du machen, ne? Da stehst du ja auch nicht drin. So, nächste Spitzhacke. Ja, das Eis hier wegzuhauen, das ist natürlich jetzt nicht so spannend. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, daran erinnert mich jetzt so ein bisschen das Texture Pack,
wie Gronkh das gemacht hat bei Folge 1209 oder 10 oder so, wo er die Wände aus dem Lava gemacht hat. Das war auch mal interessant. Vielleicht könnte ich das auch mal machen hier. War vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Einfach mal so ein Dekorationshaus und... Ja, aber ich weiß nicht, ob sich das im Erzbunker so lohnt, weil da... Das wird ja dann meistens befüllt sein, in Klammern hoffe ich doch, weil wir haben ja nicht so viel, wir sind ja arme Schlucker. Ja, und wenn da halt die Erze davor stehen, siehst du nicht viel von den schönen Lavawänden. Ja, ist natürlich dann auch ein bisschen suboptimal. Und unser Schwert sieht auch schon wieder ein bisschen, naja, ist nicht mehr so gut drauf. Hat lange nicht geschlafen, muss mal wieder ein bisschen pennen. Da werfen wir es nachher mal aufs Bett. Dann geht es ihm 5 Minuten später bestimmt ganz gut im Himmel, wenn es despawned ist. So, ihr merkt schon, ich versuche die Zeit ein bisschen zu überbrücken, bis das hier weggeklopst ist. Und mal sehen, wie tief wir das machen. Ich denke, den Boden mache ich mal erstmal... also den lasse ich erstmal so aus Cleanstone. Und ja, die Wände mache ich halt dann aus den Steinziegeln. Und dafür muss ich dann auch noch ein paar Cleanstones brennen. Dafür gehe ich gleich nochmal hoch. Ich mache erstmal hier die Wand. 54 haben wir nur noch. Genauso viel, wie wir Level haben. So, da kommen wir wieder nicht hoch. Das haben wir ja schön hingekriegt. Ach ja, ein bisschen nach oben gucken. Immer dran denken. Da habe ich es nicht so schwer beim Thumbnail erstellen. Ach, da sind mir die Kläffer draußen. Ja, ich weiß es gar nicht. Hat man das gehört? Das Mikro hier ist nicht mal so fein. Das nimmt nicht alles auf. Finde ich dann gut. Bei dem alten Mikro hast du ja wirklich alles gehört, was in 10 Kilometer Umkreis passiert ist. Fand ich dann nicht so geil. Weil, naja, da hast du halt immer... Wenn irgendwie in China ein Fahrrad umfällt, hast du es auch noch gehört. So, na gut, wir haben da eigentlich doch noch genug Stein. Aber trotzdem mache ich mir mal ein paar weitere Stacks. Und da brauche ich auch noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Der gute alte Kohle-Song. Kennt bestimmt auch keiner mehr. Heutzutage. Ja, ja, aber damals, da kannte man das noch. 1943. So's. Ja, lul. Dann gehen wir mal da rein. Hier in unsere alte Kackmulde. Die es ja zurzeit wirklich noch ist. Sieht aus wie so ein Klärwerk. Und ich muss wieder den ganzen Scheiß aufräumen. Ja, ist ja eigentlich immer so. So, Wächter. Nächste Schaufel. Und die gute alte Playlist, die da schon wieder seit fast einem Jahr am Rum, ja, existieren ist. Ich muss echt mal updaten. Ich weiß, ich sag's jede Folge bestimmt 200 Mal. Aber... Es muss jetzt wirklich sich mal was tun. Ich denke mal, wenn ich den neuen, das neue Channel-Ding da habe, werde ich dann auch mal endlich eine neue Playlist zulegen. Weil die haben wir ja wirklich schon seit den ersten Folgen. Ja genau, in der ersten Folge hatten wir die, glaube ich, schon an. Und jetzt sind wir in der 120. Ja, fast ein Jahr ist jetzt schon vergangen und dieses Minecraft-Let's Play läuft immer noch. Aber wer beendet schon Minecraft-Let's Plays? Ich meine, das macht ja niemand. Nicht mal Gronkh macht das. Auch wenn es so aussieht. Das ist nur passiert. Ja, es ist nur passiert. Nein. Nee, ist wirklich nur passiert. Irgendwann geht es weiter. Denke ich mal. Genauso wie bei Spark. Der hat ja 972 Folgen. Seit Mitte Juni. Und da kam jetzt auch nicht mehr viel. Weil er halt bei Galaxy dabei ist, jeden Tag eine Folge. Und Skytech. Und dann hat er noch 5 Dinge und so eine Sachen. Und deswegen schafft er das dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, so kurz vor der 1000
nochmal so eine lange Folge, so lange Pause zu machen. Naja, aber alles geht irgendwann weiter. Nee, nicht alles geht zu Ende, das wollte ich nicht sagen. Irgendwann geht alles mal weiter. Und ich denke auch, das Pirateville Let's Play von meinem Kanal wird auch irgendwann weitergehen. Habe ich nämlich mal überlegt, das auf meinem Zweitkanal weiterzuführen, aber kein Bock. Noch nicht. Also wenn ich guck mal, wenn ich da mal kein Projekt habe, kann ich das ja vielleicht mal machen. Die Spielstände habe ich auf jeden Fall noch. Und da könnte man ja mal drüber nachdenken. So, jetzt hier wieder der Klärwerkarbeiter, ich weiß. Es riecht auch ein bisschen streng. Ich könnte natürlich jetzt auch die Behutsamkeitsspitzhacke nehmen. Aber nee. Ich nehme lieber die Glücksspitzhacke. So. Geht nämlich schneller. Da habe ich nämlich keinen Bock, jetzt hier mit der Eisenspitzhacke wieder ewig rumzufuchteln. Was weiß ich. Na komm, nimm die Schaufel. So, weg da, weg da, weg da. Es geht mir immer noch zu langsam. Ich brauche solche Traveler Boots. Aus Feed the Beast Ultimate. Da kann man nämlich auch rückwärts ganz schnell laufen. Ach ja, schön, schön. Puh, ist das eigentlich groß genug? Ich hätte ja gerne noch ein bisschen zur Seite, aber haben wir halt keinen Platz mehr hier. Oder ich hätte das Feld wegreißen müssen. Und das wäre ja höchst tragisch gewesen. Und Tragödien wollen wir ja vermeiden, hat mir gesagt. So. Na du, siehst du mich nicht, weil du im Gras standst, hä? War wieder auf Drogen, der gute Mann. Mensch, er kommt aber auch nicht auf sein Leben klar, ne? Ist jetzt mittlerweile 24. Hat immer noch keinen Job. Bezieht Hartz IV, ne? Und ist abgemagert wie so ein altes Skelett. Ja, und dann schießt er noch mit Pfeilen auf mich, weil er mich nicht mehr erkennt. Weil er so vollgedröhnt ist. Ja, ja, die Lebensgeschichten hier, die ich auspacke. So. Na du? Geh weg, du Fettsack. Ey, guck mal, da hinten, da haben wir noch eine Höhle. Stimmt. Oh, eine Mine. Geil. Ich glaube, ja, die Mine ist ja auch verbunden mit unserem... mit unserer Mine, die wir selber gegraben haben. Tintenfische. Kann ich auch töten. Habe ich aber keinen Bock drauf. So, ich bin noch am Überlegen, ob ich 10 Minuten Folgen mache und dafür vielleicht jeden Tag. Könnte ich dann vielleicht mir auch mal überlegen, ob ich das mal machen kann. Weil die Videos werden eh nicht so viel geguckt. Na, da schaue ich mal. Und ich mache einfach so 5 Minuten Folgen. Ja, da will ich euch mal sehen, was er dazu sagt. Wahrscheinlich nichts. Und das Kuriose ist ja, ich habe fast 100 Abonnenten. Vielleicht habe ich die 100 schon geknackt, wenn ihr das hier seht. Aber trotzdem haben meine Videos nur 4-5 Aufrufe meistens. Außer wo ich im Urlaub war oder wo ich mal halt mal weg war jetzt. Da waren es halt mal ein bisschen mehr. Da waren es mal 12 bis 15 oder so. Hat mich dann gefreut. Aber man kann ja nicht mal 3 Wochen Pause machen, wenn man mal ein Video raushaut. Nur damit die Leute das mal angucken. Das ist natürlich auch noch keine Lösung. Ich habe auch immer Empfehlungen gekriegt, mach mal nur ein Video pro Woche oder so, oder 2. Aber das war natürlich auch scheiße. Für ein Let's Play-Kanal, also es
Weil das sind so Leute, die sowas sagen, die gucken nur solche Kanäle wie LeFloid und AppCrime, die sowas machen. Oder iBlali. Und kennen sich mit Let's Play-Kanälen überhaupt nicht aus, die jeden Tag so viele Videos machen halt. So. Gut, aber ich kenne auch einen, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Der hat's aber richtig gemacht, das ist der Paolo Pinke24. Der hat nämlich einen Kanal, wo er wirklich nur alle 1 bis 2 Tage mal ein Video macht. Also meistens kommt täglich ein Video, aber manchmal kommt halt auch keins. Und ja, der hat auch bei 170 Videos ca. 170 Abonnenten oder so. Also da stimmt das Gleichgewicht ungefähr. Ich habe bei 330 Videos. Warte, ich muss mal kurz überlegen. Wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich schon 350 Videos oder 40 irgendwas. Oh, warte, ich war gerade mit meiner Hand an meiner Brille. Ja, ich weiß, ich habe eine Brille. Das wusstet ihr bestimmt auch noch nicht. Kann man ja mal nebenbei erwähnen. Muss aber gucken, dass ich das jetzt an Folgenende schneide. Ja, weil den Folgenanfang, da wird natürlich öfter geguckt. Aber auch nur eine Sekunde.